Juno, du bist Botschafter des Katzen-Online-Kongresses. Darf ich dich um eine Botschaft, eine Nachricht an uns Menschen bitten? Wir leben gern bei euch Menschen. Wir begleiten euch, unterstützen euch, führen euch. Aber vor allen Dingen berühren wir euch ganz tief in eurem Herzen. Er sagt, das ist das magische Band, dass ihr Menschen ganz besonders mit uns Katzen habt. Er sagt, es gibt viel zu sagen, aber Worte können nicht ausdrücken, was wirklich wichtig ist. Ihr, die ihr Begleiter habt in Katzenform, ihr werdet wissen, und jemand anderen ist es nicht beizubringen, was wir für eine Bedeutung haben können für euch. Er sagt, viele von euch bemühen sich um gute Bedingungen für uns Tiere. Er sagt, dabei ist eins sehr, sehr wichtig. Wenn es euch gut geht, dann meistens auch uns. Ja, sagt er, es gibt Kollegen, also andere Katzen, die in Umständen leben, die ihnen ganz körperlich, äußerlich nicht gebühren. Und dennoch haben viele von ihnen sich damit zurechtgefunden. Er zeigt mir Bilder von, also Hauskatzen, Katzen, die nicht in die Natur gehen können. Er sagt, für mich käme sowas nicht in Frage, für uns alle hier nicht. Wir sind Natur, ihr Menschen auch. Und er sagt, solange ihr euch selbst einsperrt, werdet ihr auch Tiere einsperren. Sobald ihr euch Freiheit erlaubt, werdet ihr sie auch uns erlauben. Er sagt, in vielen Teilen helfen wir euch, euch selbst zu sehen, wahrzunehmen, für euch selbst, für euer Wohl, für Erkenntnisse, die ihr braucht und nach denen eure Seele sich ausstreckt, sich wünscht. Er sagt, ich bin sehr, sehr beharrlich. Wenn ich etwas möchte, dann halte ich diesen Wunsch, diese Vision einfach so lange, so stark, bis sie mich versteht. Er sagt, die meisten meiner Artgenossen tun das auch. Aber natürlich gibt es auch welche, die selten durchdringen zu ihren Menschen. Aber er sagt, sie finden Wege, meistens. Er sagt, was sind wir Katzen? Wir sind Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ihr könnt uns nicht zähmen und trotzdem sind wir gern bei euch und lieben euch und tun im Einklang mit euch, was wir uns wünschen. Für euch, für uns. Gemeinsam. Er sagt, wir hier sind sehr froh und glücklich, dass du, also Marianne, da bist. Er sagt, es ist ein sehr viel sicherer, ein sehr viel friedlicherer Ort geworden. Ein Ort, der uns Sicherheit und Rückhalt bietet, den wir Katzen auch so dringend benötigen, genau wie Menschen. Wir sind gern frei, bewegen uns, wo wir wollen, aber wir fühlen uns auch gern sicher. Wir ziehen uns gern zurück an einen Platz, an dem wir uns wohlfühlen und an dem wir unsere Sinne einfach auch mal zur Ruhe kommen lassen können. Ich sage, das ist für uns hier besonders wichtig, weil wir unsere Sinne sehr, sehr stark aktiv sind, weil wir es gewohnt sind, für unser eigenes Leben einzustehen. Und dann sagt er zu mir, komm wieder, wir sprechen weiter. Heißt das, du verabschiedest mich gerade? Ja, sowas in der Art. Und wenn er das sagt, dann gibt er mir ein Gefühl von die Verbundenheit, die wir jetzt schon auf dieser Ebene eingegangen
sind durch das kurze Gespräch, bleibt in gewisser Weise ja, bestehen. Also wir verabschieden uns und sind auf einer in sehr speziellen Weise weiter verbunden. Ich danke dir, Juno. Tschüss, bis bald.